Okay, wir machen jetzt alle gemeinsam eine Punk-Vacation. Gut, ich hab auch jetzt nicht so wahnsinnig die Ahnung, was eine Punk-Vacation ist. Also, falls du dich dasselbe gefragt hast, ich nehme einfach an, wir färben uns die Haare grün und dann machen wir eine ganz normale Vacation, so wie ganz normale andere Leute. Aber Punk Vacation ist ja tatsächlich einer der wenigen Filme aus dem Sortiment von Vinegar Syndrome, die auch tatsächlich einen deutschsprachigen Release erfahren haben, damals auf VHS übrigens aus der Summit Supreme Line und der von Eurovideo und MEG sogar einen deutschsprachigen DVD-Release bekommen hat, da aber mit einem relativ schrecklich modernisierten Cover. Und das, was Vinegar Syndrome mit diesem Film gemacht hat, das ist etwas, wo ich sag: What the fuck, das ist geil. Und zwar aus mehreren Gründen. Denn einerseits haben sie für ihren Schuber dieses Artwork gewählt, das, what the fuck ist das geil, ja? Quasi ein Michael Berryman, der versucht ernst reinzuschauen mit einer... Lassen wir das einfach einmal so stehen, mit vereinzelten, natürlich Verfremdungseffekten auf dem Cover dafür. Dann hier noch diesen wunderschönen Partial Gloss bzw. Prägeeffekten auf dem Cover. Das finde ich phänomenal. Aber das, was man hier auf dem Frontcover aufgeführt hat, ist doch wirklich gar nichts im Vergleich zu dem, wenn wir das Ding wenden und uns das Backcover anschauen. Denn da erwartet uns nämlich... Yep. Und ich schwöre, ich habe das nicht selber hinzugefügt, ich habe das nicht aufgeklebt. Wir bekommen ein deutsches Backcover mit einem aufgeklebten FSK 18 Sticker, also quasi per se aufgeklebt, natürlich mit Partial Gloss gemacht und sehr wohl aufgedruckt. Aber was mich am meisten an diesem Package verwundert und überrascht ist, das ist nicht das alte deutsche VHS-Cover, das ist nicht das alte deutsche VHS-Artwork. Am besten finde ich ja fast noch eben den Moment, wo sie sich mehr oder weniger so ihren Corona-Mundschutz anschaut, der da offensichtlich gerade vom Gesicht geflogen ist und sich denkt, oh nein... Fertig. Aber das ist wirklich damals nicht so auf der deutschen VHS-Kassette gewesen, zumindest nach dem, was ich in der OFDB gefunden habe. Trotzdem finde ich, sieht das absolut phänomenal aus, wie Vinegar Syndrome das hier gemacht hat. Und ich bin mehr oder weniger fast sprachlos. Das ist einer von diesen großartig verarbeiteten, absolut hochwertigen Vinegar Syndrome-Schubern, wo ich mir denke, besser kann man so ein Artwork gar nicht präsentieren. Und dann kommt das. Vielleicht gefällt es irgendwem, der Shin-Chan geschaut hat. Ich weiß es nicht. Für mich ist es... Aber wir sehen einen Kaktus. In dem Film vielleicht dann auch die Mehrzahl, nämlich mehrere Kaktussis. Aber... drinnen gibt es dieses Mal kein Wendecover, kein Innenartwork, kein alternatives Motiv dafür, aber damit dann Fahrt wird, dasselbe Artwork auf der DVD und auf der Blu-ray, aber trotzdem ist es mit diesem Schuber, mit diesem grenzgenialen Artwork, mit dieser phänomenalen Präsentation, das ist, finde ich, eine der schönsten Editionen, die uns Vinegar Syndrome jemals präsentiert hat. Ich finde das Ding einfach nur unglaublich genial.